Servus bei VulkanTV. Schön, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind, denn wir haben wieder tolle Veranstaltungen besucht und dürfen Ihnen jetzt folgende Themen präsentieren. Die lange Nacht der Therme in Bad Gleichenberg, die Ü30-Party ebenfalls in Bad Gleichenberg, die Firmenpräsentation von Insort in Kirchberg an der Raab, das Country Open Air in Lembach bei Riegersburg, eine neue Folge von Schnell gefragt, unsere Serie aus St. Veit am Vogau, diese Woche sehen Sie die Lorbeer-KG und eine neue Ausgabe von Auf Schleichwegen unterwegs. Den längsten Abend des Jahres konnte man in Bad Gleichenberg genießen. Genau zur Sommersonnenwende lud man zur langen Nacht der Therme. Wie gut es sich im Kurhaus entspannen lässt, sehen Sie im nächsten Beitrag. Der folgende Beitrag wird Ihnen gewidmet vom Kurhaus Bad Gleichenberg. Wie könnte man die längste Nacht des Jahres schöner genießen als in entspannter Atmosphäre in der Therme Bad Gleichenberg? Hier kann man die Seele einfach baumeln lassen und die Ruhe im Kurbad spüren. Und das seit 180 Jahren. Das traditionsreiche Bad ist erfolgreich im 21. Jahrhundert angekommen. Bereits zum zweiten Mal lud man nun zur langen Nacht der Therme, bei der auch die ersten 5 Jahre des neuen Kurhauses gefeiert wurden. Ja, die lange Nacht der Therme in Bad Gleichenberg findet heuer zum zweiten Mal statt. Wir haben im letzten Jahr erstmalig dieses Sommerfest durchgeführt, auch zur Sonnwend. Und aufgrund der wirklich tollen Rückmeldungen unserer Gäste und Besucher haben wir beschlossen, dieses Sommerfest, diese lange Nacht der Therme jetzt auch jährlich durchzuführen, immer zur Sonnwend. Und ja, wir freuen uns wieder auf einen wunderschönen, beschwingten Abend. Die Tradition verpflichtet. In Bad Gleichenberg besinnt man sich wieder auf die lange und erfolgreiche Geschichte und tritt ab Juni unter einem neuen und zugleich alten Namen auf. Ich freue mich ganz besonders, heuer auch unseren neuen Namen präsentieren zu dürfen, neuen bzw. alten Namen. Wir haben uns wieder zu unseren Wurzeln besonnen, zurück zum Ursprung sozusagen. Und wir heißen ab Juni 2014 nur noch das Kurhaus Bad Gleichenberg und auch Therme Bad Gleichenberg bzw. das Kurbad. Bei der langen Nacht der Therme ist nicht nur Relaxen angesagt. Regionale Kulinarik ist im Kurhaus selbstverständlich. Die Zutaten für die leichten Sommergenüsse und auch für das Jubiläumsmenü stammen weitgehend aus der nächsten Umgebung. Auf der Terrasse unter freiem Himmel fühlt man sich dabei fast schon wie im Paradies. Und wer die absolute Entspannung suchte, konnte eine Massage unter Sternen genießen. Für chillige Musik sorgte Obsession. So konnte man den Charme des Abends und des Kurortes gleich doppelt genießen. An der Ausstrahlung des Ortes hat sich seitdem nichts geändert. Die Entwicklung in unserem Ortszentrum hat sich sehr positiv ausgewirkt. Man merkt es an den Besuchen der Gäste und natürlich auch der neue Name hier im Kurhaus mit der Therme. Jetzt sind wir endlich soweit. Das Heilbad war für manche nicht so greifbar, aber jetzt führen wir auch den Namen Therme. Ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil für das gute Gelingen in Bad Gleichenberg und in der ganzen Region. Bad Gleichenberg ist ein wichtiger touristischer Fixpunkt in der Region, der weit über unser Land hinaus Besucherinnen und Besucher begeistert. Diese neue Zukunft ist natürlich auch eine Zukunft der Therme. Und ich glaube, hier wird sich nicht nur die Region stärken, sondern in Wirklichkeit natürlich auch für die Gäste und die Chance soll man wahrnehmen. Aber für mich ist ein Herzenswunsch, hier zu sagen, dass vor allem die Geschäftsführerin, die Claudia Resch, sie, glaube ich, trägt hier ganz viel bei, dass diese Harmonie in der Therme, dass sich die Region hier wohlfühlt und vor allem die Gäste. Und ich glaube, mit der Zukunft bin ich sehr stolz. Mit einem Kurhauscocktail oder bei einem spontanen Tänzchen oder aber im Pool. So wurde die lange Nacht der Therme genossen. Und dieser Genuss ist nicht nur zur Sommersonnenwende möglich, sondern das gesamte Jahr. Die Gleichenberghalle öffnete die Tore für eine rauschende Partynacht. Dort ging die Ü30-Party über die Bühne. Kommen Sie mit uns auf eine Zeitreise in die kultigen 80er Jahre. Den folgenden Beitrag widmet Ihnen das Eventmagazin.
Runter vom Sofa und rein ins Partyvergnügen, hieß es für alle über 30 in Bad Gleichenberg. Das Eventmagazin und Digisound ließen bei der Ü30-Party in der Gleichenberghalle in stimmungsvollem Licht eintauchen und schickten die Gäste auf eine musikalische Zeitreise. Ja, das ist ganz einfach. Ich war lange Zeit selber DJ, also über 20 Jahre. Und durch das, dass ich das Eventmagazin jetzt gemeinsam mit meiner Partnerin, mit der Silvia Konrad, haben wir gesagt, wir machen mal eine Veranstaltung für die Personengruppe über 30, weil das ist so meine Altersgruppe, sage ich, obwohl ich schon wesentlich älter bin eigentlich. Aber das ist so, das gibt es bei uns in der Region eigentlich nicht. Und wir haben gesagt, wir wollen was Besonderes bieten. Wir wollen auch beim Magazin anders sein und so sollen wir bei der Veranstaltung auch anders. Drei DJs sorgten mit einem Mix aus 4 Jahrzehnten für beste Partystimmung. Disco-Hits, Schlager-Oldies, Dance-Klassiker, Pop und Grunge, alles war mit dabei. Also heute gibt's alles, von den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern, weniger von den aktuellen Charts natürlich. Ja, wir versuchen das möglichst gut an die Leute zu bringen, dass sie Spaß dran haben heute. Es ist eine ganz andere Party wie sonst überall. Wir versuchen Party rüberzubringen, wie sie vor 30 Jahren, 20, 30 Jahren so gelaufen ist. Ein Höhepunkt war der schwungvolle Auftritt der VIP-Girls aus Feldbach. Mit ihrer Live-Dance-Performance brachten sie das Feeling vergangener Jahrzehnte auf den Tanzboden. Und akrobatisch wurde es dann bei der Hula-Hoop-Vorführung von Denise und Melanie aus Niederösterreich. Übrigens gab es dann noch einen Hula-Hoop-Unterricht für die Gäste als Bonus. Eine Ü30-Party ist eine sehr niveauvolle Veranstaltung und ich glaube, das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Wir haben sehr glückliche Gäste, wir haben sehr, sehr viele Gäste und das macht richtig Spaß, dass auch einmal alle über 30 mal richtig Party machen können. Das war uns ganz wichtig und das haben wir geschafft. Um für eine lange Partynacht gestärkt zu sein, servierte Fingerfood und Moor aus St. Stephan Kulinarisches aus der Region. Und die über 30 Partytiger erwiesen sich durchaus als standhaft, denn gefeiert und getanzt wurde bis weit nach Mitternacht. Die Kirchberger Firma Insort setzt Maßstäbe im Bereich der Fremdkörpererkennung bei Lebensmitteln. Die Maschinen werden mittlerweile in alle Welt exportiert. Wie der Sprung an die Spitze gelungen ist, sehen Sie im nächsten Beitrag. Kirchberg an der Raab zeigt sich wieder einmal als starker Wirtschaftsstandort. Die Firma Insort in Berndorf hat bei einer Firmenführung bewiesen, welche Innovationskraft in der Region steckt. Insort ist weltweit führend im Bereich der Fremdkörperdetektion in der Lebensmittelindustrie und entwickelt Technologien zur Klassifizierung und Sortierung von Lebensmitteln. Die Firma Insort hat sich spezialisiert auf sensorische Entwicklung im Hightech-Bereich. Das heißt, wir bauen Sensoren ein, die in der Lage sind, Objekte nach chemischer Zusammensetzung zu klassifizieren und damit auch zu sortieren. Diese Sensoren werden in eine Maschinenumgebung integriert. Die Maschinen sind in der Lage, und das ist unser Fokus im Bereich Lebensmittelwirtschaft, Lebensmittel nach ihrer chemischen Zusammensetzung zu sortieren. Ursprünglich stammt die Technologie aus dem militärischen Bereich, doch mittlerweile wird sie dank Insort im Dienste der Lebensmittelsicherheit eingesetzt und unter dem Namen Chemical Imaging Technology ständig weiterentwickelt. Gestartet wurde der Erfolg 2011, als Matthias Jeindl und Peter Kerschhagel an der Veranstaltung Tech for Taste der steirischen Wirtschaftsförderung teilnahmen. Dabei lernten sich der Recycling-Profi und der heutige Insort-Chef kennen. 2012 entwickelte man aus den ersten Prototypen marktaugliche Geräte. Danach ging es Schlag auf Schlag. Zahlreiche Auszeichnungen auf internationalen Ausstellungen bestätigten den Erfolg, darunter der Fast Forward Award und der begehrte Anuga Food Tech Award. Wir setzen auf Hightech. Wir sind eine kleine Firma, das heißt, bei uns geht es nicht um Massenprodukte, bei uns geht es um Know-how, Know-how-Vorsprünge und das alles kann man mit Partnern in der Steiermark machen. Das Match können wir hier gewinnen. Einmalig ist die Erkennung und Aussonderung von Fremdkörpern in Echtzeit. Dabei ist man in Bereiche vorgedrungen, die bislang für unmöglich gehalten wurden. So ist es nun möglich, bei Kartoffeln Abweichungen im Zuckergehalt in der Knolle fehlerfrei zu erkennen und auszusortieren.
Vom wohl berühmtesten Detektiv der Welt borgte man sich für die Produktfamilie den Vornamen. Gefertigt werden die Bereiche Sherlock Observer, Sherlock Separator und Sherlock Air. Das Besondere bei Insult ist, dass die Fertigungspartner nahezu alle aus der Region stammen. Möglich wurde dieser Erfolg auch mit Hilfe der Unterstützung durch die Wirtschaftsförderung des Landes Steiermark. Ja, wir sind, glaube ich, europaauffällig geworden. Unter 274 Regionen in Europa kann sich die Steiermark behaupten. Wir sind bei Forschung und Entwicklung am Stockerlplatz. Wir sind, wenn es um die Exporte geht, mit dabei. Und wir zeigen mit unseren Produkten und Dienstleistungen, dass wir vieles bieten können. Und das ist tüchtigen Unternehmerpersönlichkeiten zu danken, aber auch den Menschen, die in diesen Betrieben arbeiten. Insult steht für einen einmaligen Erfolg, der von Berndorf bei Kirchberg den Weg in die Welt gefunden hat. Reiten Sie mit uns in den Wilden Westen. Möglich macht es der Eisschützenverein Lembach, der mit dem Country Open Air eine Zeitreise, diesmal in die Pionierzeit Amerikas, ermöglicht hat. Bei stimmiger Musik konnte man in Lembach City ein tolles Fest mit vielen Attraktionen erleben. Den folgenden Beitrag widmet Ihnen der ASVÖ ESV Eck Lembach. So viele Cowboyhüte sieht man in unserer Region nur einmal im Jahr. Und das beim Country Open Air in Lembach bei Riegelsburg. Wenn der Eisschützenverein zum Feiern lädt, dann geht so richtig die Postkutsche ab. Lembach City ist eine Stadt, die man auf der Karte vergeblich sucht. Und doch ist sie ganz real. Manfred Reisenhofer ist nicht nur Bürgermeister von Riegelsburg, er hält als Obmann des Eisschützenvereins Lembach auch alle Zügel fest in der Hand. Ja, die Idee ist eigentlich geboren aus der Not heraus, weil wir seinerzeit in Riegelsburg eigentlich immer die Veranstaltungen gehabt haben in der Festhalle, sei es Oktoberfest oder Frühjahrsfest. Nur das ist dann irgendwann abgestumpft und abgeflaut und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen eine neue Idee und dann haben wir uns zusammengesetzt und ja, dann ist die Idee geboren, wir machen ein Countryfest, ein Open Air. Seit Jahren eine Fixgröße beim Open Air ist die Gruppe Smokey Two and the Country Singers. Die Band garantiert für echtes Western-Feeling. Faszinierend ist die Western-Atmosphäre, die vom Team der Eisschützen in Lembach geschaffen wird. Die Westernstadt begeistert durch die authentische Gestaltung und die Liebe, mit der hier gearbeitet wird. Zum Glück gibt es beim ESV Lembach viele helfende Hände. Immerhin ist der Verein mit 116 Mitgliedern einer der größten Eisschützenvereine der Steiermark. Ja, im Wilden Westen anzubieten haben wir heuer natürlich unsere altbewährten Saloon, die Bank, das Sheriff Office. Natürlich unsere Country-Band, die Smokey Doo, die Country-Swingers. Wir haben Reiter hier, Cowboy-Reiter hier, die Mitternacht noch ein Duell bestreiten werden. Wir haben Naturfackel, wir haben Bogenschießen, wir haben ein Lagerfeuer, wir haben Chili-Gulasch, wir haben Kessel-Gulasch. Also, was das Herz begehrt, was zum Wilden Westen dazugehört, haben wir einfach da. Western-Fans aller Altersstufen genossen den gar nicht so wilden Westen in Lembach. Natürlich wurde auch scharf geschossen, allerdings auf die Zielscheibe, entweder mit der Büchse oder mit dem Bogen. Und wie es sich für den Westen gehört, waren der Saloon und das Sheriff Office ständig gut gefüllt. Ausnahmsweise friedlich ging es in der Bank zu, die ganz ohne Überfälle davon kam. Das Country Open Air zieht Besucher aus der gesamten Region an. Für Obmann Manfred Reisenhofer ist die Veranstaltung sozusagen ein Heimspiel. Ja, ich glaube, das ist für meine Kindheit auf. Die Westernfilme, so wie sie in meiner Jugend waren damals, haben mich immer fasziniert. Also das war Indianer Cowboy, war damals das Highlight, sage ich mal, als Kind. Und durch den haben wir das auch wieder aufgeworfen. Und man sieht auch mittlerweile in der heutigen Zeit, ist es wieder sehr beliebt. Heiße Schüsse, aber keine kalten Füße gab es in Lembach. Denn die nicht ganz so laue Sonnwendnacht wurde von Lagerfeuern und Feuerstämmen erwärmt. Da wurden dann auch die Herzen der Western-Fans warm, die ein tolles und unvergleichliches Fest erleben durften.
Jetzt schalten wir in eine kurze Werbepause, aber gleich im Anschluss geht's weiter mit einer neuen Folge von Schnell gefragt, dem Betriebsporträt aus der Filmreihe St. Veit am Vogau und auf Schleichwegen unterwegs. Also bleiben Sie dran. Mit der Mediabox können Sie einfach und bequem die aktuelle Sendung sehen und gleichzeitig eine Vielzahl von Internetaktivitäten nutzen. Die VulkanTV Mediabox und weitere Informationen dazu erhalten Sie bei den eingeblendeten Geschäften. Richtig animierende Werbung braucht viele Werbeseiten oder digitale Werbespots. Top-Video-Werbung mit Impact-Display-Werbung. Infos unter www.im-pakt.at. Seit kurzem erstrahlt die Apotheke und Drogerie König in Feldbach in neuem Glanz. Wir haben uns beim Festakt umgehört und Sie dort schnell gefragt. Was bedeutet Apotheke für Sie? Apotheke, ich gehe zur Apotheke, um mir Hilfe zu holen. Mittelpunkt einer Stadt, einer Region, wo man immer eigentlich gut aufgehoben ist, glaube ich. Apotheke ist für mich ein wichtiger Bestandteil in der heutigen Zeit. Apotheke ist für mich Gesundheitsversorgung, Gesundheitsberatung, Hilfe, wenn ich krank bin. Medizinische Versorgung. Gesundheit bzw. gesund werden und natürlich sehr gute Beratung. Ja, eine wichtige Versorgungsstelle für notwendige Medikamente. Apotheke verbinden in erster Linie ganz, ganz wesentlich mit einer medizinischen Grundversorgung. Ich glaube, dass wir in Österreich eine sehr, sehr hohe medizinische Grundversorgung haben. Damit verbindet natürlich auch die Apotheke unseren hohen Standard, unseren hohen Standard in der Gesundheitsvorsorge damit natürlich. Apotheke ist zuerst einmal also ein wichtiger Bestandteil, vor allem in einem Dorf, sage ich jetzt einmal, was gesund werden angeht. Also jeder Mensch, der was irgendein Wehwehchen hat, denkt dann erstens einmal, wo ist die nächste Apotheke? Gehen Sie eigentlich wegen einem kleinen Wehwehchen in die Apotheke? Nein. Ich warte, ob es schlimmer wird und dann, wenn es nicht gut wird, dann gehe ich zum Arzt bzw. in die Apotheke. Nein, so einer bin ich eigentlich nicht, weil ich versuche es daheim noch ein bisschen zu kurieren. Aber am Ende des Tages trifft man sich sehr wohl in der Apotheke, weil es geht ja noch nicht. Und meistens ist es sonntags, da sind ja ein paar Euro Zuschlag noch zum Zahlen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin wahrscheinlich nicht die beste Kundschaft der Apotheke König, weil ich es doch relativ ankommen lasse, bevor ich wirklich zum Arzt oder zur Apotheke gehe. Aber vielleicht lasse ich mir jetzt doch vielleicht öfter hinreisen, dass ich vielleicht vorbeischaue, nachdem sie auch jetzt einen Kosmetikartikel auch haben. Ich hoffe, ich werde die Apotheke nicht so oft natürlich, aber wenn ich kleine Schwierigkeiten habe, kann mir der Gernot immer helfen. Nein, absolut überhaupt nicht. Ich bin einer vom alten Schlag, so wie man sagt, und bin einer, der was sehr wirklich nur dann zur Apotheke geht, wenn es nicht mehr anders geht. Also ich glaube von mir aus, glaube ich, könnte die Apotheke nicht leben. Ich sage es, wie es ist. Na, zu den Personen gehöre ich absolut nicht, muss ich zugeben. Also ich bin eher ein Verweigerer, so in Richtung Arzt, in Richtung Apotheke. Halt sehr, sehr viel auf die Selbstheilung des Körpers. Aber wenn es natürlich notwendig ist, wichtige Ansprechpersonen, der Arzt, der Apotheker. Ehrlich gesagt nicht. Ich versuche mal abzuwarten, ob sich das nicht von selber löst, ob der Körper das nicht selber in den Griff kriegt. In keinster Weise. In keinster Weise. Ich schaue zuerst immer, ob ich das mit irgendwelchen Hausmitteln oder so über die Runden bringe. Aber wenn Not am Mann ist, dann weiß ich, wo ich die richtige Person habe, die mir hilft. Jetzt geht es weiter mit einem neuen Betriebsporträt aus der Markgemeinde St. Veit am Vogau. In dieser Woche stellen wir Ihnen die Lorbeer KG näher vor. Thank you.
Die Lorberg KG in Wagendorf bietet Lohndrusch, Kürbisvollernte, Hackguterzeugung und Handel mit Biomasse. Ein Angebot, das viele Kunden und Partner gerne nutzen. Gott. Hallo, ich weiß, ich störe gerade beim Arbeiten, aber jetzt ein bisschen zugeschaut, ich habe das noch nie gesehen. Mich würde jetzt interessieren, wie funktioniert denn das jetzt, was macht denn ihr da? Also, wir schieben sie ein paar Tage vorher zusammen, dass das Bad also mehr anfault, dass die Kerne leichter rausgehen. Ja. Dann eben mit dem Igel kommen sie aufs Förderband, ja. Vom Förderband in den Brecher rein und dann mit Bürsten und so verschiedenen Sachen wird es dann werden die Kerne ausgelöst vom Bad und dann Das Fruchtfleisch fällt hinten aus Und die Kerne kommen hinten in den Tank rein. Das heißt, dann haben wir nachher da die Kerne drinnen. Wie geht es dann weiter? Des Weiteren kommen sie auf den Anhänger und die Chefin macht das dann zu Hause, den Rest. Das heißt, oben beim Betrieb, beim Aufgefahren, sehen wir dann, Firma Lorberg KG geht es dann weiter. Dann will ich euch nicht mehr weiter stören. Macht's weiter, schauen wir uns das einmal an. Dankeschön. Grüß euch. Gott. Hallo. Servus. Euer Matthias hat mich jetzt zu euch aufgeschickt. Ja. Wir waren gerade unten jetzt zuschauen, ein bisschen, wie das mit den Kürbiskernen geht. Ja. Jetzt hätte mich natürlich die Frage, wie geht denn das jetzt weiter? Wie geht denn das jetzt bei euch weiter mit den Kernen? Ja, wenn sie fertig geputzt haben, dann kommen sie mit dem Hänger zu mir und dann gehen wir es waschen. Können wir uns das anschauen? Können wir uns anschauen, ja, freilich. Ich gehe gern mit. Ja, gehen wir. Das ist ja ein Riesenbetrieb, das ist ja ein Riesenhof. So, da sind wir bei der Waschanlage jetzt. Ja, der Bauer bringt es mir im Kipper, schiebt dazu, wie leert es da rein. Mhm. Dann schalte ich das Wasser, befülle das mit Wasser, weil ohne Wasser kann ich es nicht bei der Schnecken hinauf befördern. Ja. Oben wird es dann in den Gossen rein. Ja. Und dann befördert man es hinauf. Und dann dreht sich das und die Bürsten, das Bad wird halt weggekehrt. Und da kommt auch das Bad hinein und vorne kommen die gewaschenen Kerne dann in den Container. Und was ganz wichtig ist, das anschreiben, damit der Bauer seine Kerne wieder zurückkriegt. Dass er die eigenen Kerne zurückkriegt. Ja, dass er die eigenen und Kerne. Nicht mehr oder weniger. Na genau, jeder das, was er hat. Dann sind sie gewaschen, dann werden sie trocknet und dann nimmt es der Bauer wieder mit. Ja, und dann kommen sie ins Sack oder Big Bag. Oder manche kommen es lose holen. Aber wenig. Ja, und das war es eigentlich. So. Das Kürbis-Thema, das haben wir jetzt wirklich gesehen. Herzlichen Dank. Aber ihr habt ja noch vieles andere. Ja. Vielleicht machen wir noch eine Runde durch den Hof. Elke, was macht ihr sonst noch? Ja, wir machen noch Getreidereinigung, Dinkel entspölzen, Mähdrescher haben wir. Die sind heute natürlich alle ausgefahren bei dem super Wetter. Dann haben wir da die Trocknungsanlagen für die Kürbistrocknung, die Maistrocknung und hinten haben wir den neu gebauten Hackschnitzelofen. Ich habe gesehen, ihr habt wirklich viel zum Tun. Ich halte euch schon nicht mehr länger auf. Was ich mir jetzt noch anschauen werde, ich fahre jetzt einfach ein Stückchen weiter, jetzt haben wir die Kürbiskerne haben. Was mir natürlich noch fehlt, ist das Öl. Und das schauen wir jetzt an. Elke, danke. Bitte, gerne. Servus. Natürlich können wir Ihnen auch in dieser Woche eine neue, interessante Ausgabe von Auf Schleichwegen unterwegs präsentieren und wünschen Ihnen dazu gute Unterhaltung. Ja, ich bin heute in Riegersdorf bei Gabi Hansstinkel. Du bist
eine Sammlerin von Ansichtskarten. 40.000, glaube ich, sind in deiner Sammlung. 44 genau. 44.000. Und seit wie vielen Jahren sammelst du schon? Seit meinem 12. Lebensjahr. Das sind 52 Jahre. Das Ganze hat wo begonnen? Das hat begonnen, da haben wir einen Ausflug gemacht von der Schule aus auf die Riegersburg. Da haben wir ein Geld mitgekriegt zum Eis kaufen und dort habe ich meine erste Aussichtskarte gekauft, statt der Eis. Schauen wir mal ein bisschen rein in deine Schränke. Ja. Weil 44.000 brauchen ja ein bisschen einen Platz. Das ist es, genau. Also wie so, da haben wir mal, da haben wir mal drinnen. Also alles in Schachteln. Das habe ich in Schachteln, also die österreichischen nach Alphabet, einmal Bundesländer alphabetisch geordnet. Ich finde es bald wieder an, aber es ist halt schon ein bisschen viel, dass ich das, ich kriege das nicht mehr so schnell hin, weil ich den Überblick nicht mehr habe. Da sind auch Mengen von Schachteln. Da sind die Deutschen drinnen alle. Da habe ich Ober- und Niederösterreich drinnen. Dann habe ich gestempelt und ungestempelt getrennt. Ja, du hast ja das ja alles fachlich getrennt. Ja, ich habe das. Ja, das hat sich zuerst anders gegeben. Dann da haben wir drinnen. Da haben wir. Genau da sind die, also die Länder aus Übersee und aus Europa, außerhalb Europa. Ja, schauen wir uns einmal die älteste Karten, die du hast, die also die Riegersburger Karten. Ja, die Riegersburger. Ich hole ja mal raus. Ich habe sie heuer schon wieder mal durchgesucht. Aber. Da sind die alten. Das ist die erste Karte gewesen. Also diese Karten. Das war die erste Karte. Mit denen hat deine ganze Sammlerleidenschaft ja angefangen. Der Walter Lassl hat dann nach Skosthaus gehabt und das hast du bei ihm dort gekauft. Genau, das habe ich. Anstatt ein Eis. Ja, genau. Eine Karte für Zwölfjährige ist auch was Besonderes. Ja, und das. Also da ist die Leidenschaft halt stark gewesen, muss man sagen. Ja. Das sind eigentlich alles. Schauen wir mal aus unserer Gegend. Was ist aus unserer Gegend alles da? Da werden wir gleich da was finden. Das ist Bad Waltersdorf. Das sind eigentlich fast alle beschrieben. Also du hast ja auch getrennt zwischen beschriebene und unbeschriebene. Bei den alten habe ich es nicht getrennt, weil da sind unbeschriebene ja eher selten zum Kriegen. Das ist Ilz. Fürstenfeld bei von der Luft aus, ja, nicht bei Nacht. Wenn ich denke, der hat nur Thomas ein Heidengold gekauft. Das ist Ach, Ilz. Dann. Aber das ist Ilz? Das ist Ilz, ja. Das ist einmal Riegersburg, der Ort. Also Ilz habe ich mehr. Großsteinbach. Eine Wallfahrtskarte. Das ist Fieberbrindl, glaube ich. Maria Fieberbrindl. Mhm. Fürstenfeld. Also von der Schwiegertochter kriege ich immer an. Und die, schaut mal das von der Gegend, das ist Altenmarkt. Und das ist von Heinersdorf. Wenn ich denke, wie der alt ist, da schauen wir mal. Ich ja, Heinersdorf, das ist eure Gemeinde. Das ist unsere Gemeinde da, wenn ja. Wenn man das so anschaut, viel Landschaft und ein Grätzl, das ist der Ort. Der dürfte sein aus dem Jahr, aus den 20er Jahren ist der 30er. Ja. Ja, wenn man einen guten Stempel kennt, also ist das ja leichter. Rund 60 ja, 70 Jahre alt. Das weiß ich nicht so genau, ich habe mal von vor 19 Jahren. Aber was sammelst du bevorzugt? Was? Bevorzugt sammle ich die neuesten, weil die alten haben wir und dann die Veränderungen möchte ich ja immer gesehen. Die und dann einen Ortskern. Die Einbildkarten und einen Ortskern. Also du versuchst die Entwicklung der Orte genau Karten festzuhalten. So die Veränderungen sind gesehen, feststellen oder wie man das sagt. Und was hast du dabei in der letzten Zeit festgestellt? Verändern sich die Orte stark? Zum Teil sterben sie in der Mitte aus und die Ränder werden größer. Das habe ich schon festgestellt. Mhm. Das ist aber eher eine große Orte oder Städte. Gut, schauen wir uns einige solche Schachteln an, die du hast, so interessante. Was haben wir dann noch? Nehmen wir mal eine von Österreich dazu. Von Österreich eine, was man zum Beispiel von Niederösterreich, weil da habe ich die allermeisten, weil da habe ich sehr viele Tauschpartner.
zu den Tauschpartnern vielleicht zu sagen. Also es gibt in ganz Österreich und Deutschland Tauschpartner. Ich hab, aus Deutschland habe ich sehr viel, aber auch in Österreich, aber eher nördlich vom Land. Südliche fast gar nichts, weil da hören alle auf. Wenn ich denke, nur der Buchstaben Lohn hat, da haben wir die Orte. Das ist für Niederösterreich. Was kosten jetzt überhaupt so eine Ansichtskarte? Mari, was kostet 40, 45 Cent? Wenn ich es beim Drucker, beim Hersteller selber hole, dann kriege ich es billiger. Und du kaufst die und schickst jetzt so deine Tauschpartner auf? Ja, wenn ich mal kaufe, dann kaufe ich ein paar mit für die Tauschpartner und die verschicke ich mir dann. Und da, also da habe ich mir okay schon 30 Jahre Tauschpartner, habe ich schon so lange. Und gibt es da so eine Tauschbörse auch? Gibt es auch, die gibt es in St. Pölten und in Wien hauptsächlich. Oder ein Melk. Da draußen ist das viel mehr Ausbau. Und auch mit den Briefmarken. Wie viele solche Sammler kommen da zusammen? Wie viel? 20, 30, gell? Also wir haben, also ich weiß, wir selber, also unsere Gruppen waren die Tauschpartner sind, die haben auch Veranstaltungen gemacht. Aber das ist so weit gewesen, dass sich das aufgehört hat, weil zwei nicht gekommen sind. Also nur wenn man da reinschaut. Ackstein, die Burg. Ja, das gehört zur Ära, das ist ruhig. Dürnstein. Das sind Aber das Sammeln von Ansichtskarten ist schon sehr weit verbreitet, glaube ich, gell? Oder? Ja, das ist sehr weit verbreitet, aber es jammern schon so viel, dass man fast keine Neigen mehr kriegt. Es gibt die Albine Innsbruck hat die besten gehabt, angeblich hat er aufgehört, ich weiß nicht. Also das Schreiben hört sich auf durch das Internet, durch E-Mails und ja, so weiter. Ja, das wird alles verschickt. Und durch Handy. Ja. Also werden wenig Karten geschrieben. Ich schaue, dass ich mit meinen Leuten auch die Weihnachtspost austausche und die Osterpost zum Beispiel auch. Ja, die Osterkarten und die Weihnachtskarten, da gibt es ja auch nur mehr wenige so mit diesen Motiven. Hat es früher schon nicht gegeben, aber es gibt jetzt, ja, es gibt schon noch, aber nicht sehr viel. Eigentlich mein Jahrgang, also da herum, die Jungen weniger. Und wenn wir da die Schachteln jetzt anschauen, wenn ich wahllos eine Schachtel nehme, Die sind eigentlich gerichtet für die, wenn ich meine Sammlung wieder erweitere. Da sammle ich die Schachteln zusammen. Das sind alles. Ja. Einfach wahllos die übernehmen. Ja, genau. Das ist jetzt alles Deutschland. Das ist alles Deutschland. Das sind Deutsche. Das sind alles Tauschkarten wahrscheinlich. Nein, das sind schon alles meine. Die Tauschkarten, da kann ich nicht so viel. Das sind alles meine. Zum Beispiel, das sind schwer zuordnenbar, weil man da mehr Geld drauf hat, mehr Orte und so. Und A fängt da wieder an, also die, alle Orte mit A. Also da habe ich bei jedem Bundesland auch, dass ich da vorne einen Teil habe, was ich wirklich schwer zuordnen kann. Weil ich finde die sonst nicht auch dabei. Wie viel gehen rein in so eine Schachtel? Wie viel Karten? Ja, der ist ziemlich jung, das weiß ich, das sind knappe 700, aber so um die 700 gehen rein in eine Schachtel. Um die 700? Um die 700, ja. Wenn es voll sind. Also noch einmal zurück zu deinen Ausflügen und macht's Urlaubsreisen auch sowas, oder? Reisen nicht direkt. Wir haben bis vor ein paar Jahren immer noch direkt gehabt und da haben wir nicht fort können. Das ist schwer gewesen. Mhm. Und jetzt ist das auch so, dass ich es gar nicht so gern tue. Also aber ohne? Wenn ich wohin fahre, dann fahre ich schon mit der Absicht, dass ich Karten fahre. Also ohne Karten, geht ein Ort ohne nix. Karten geht nichts. Nein, nix, da geht gell? Bei mir nichts. Da geht nichts. Nein. Ich habe mir zeitweise wirklich im Jahr 1000 Karten gesammelt, nur durch Tauschen. Das ist ideal gewesen, weil es hat eine Zeit gegeben, wo es wirklich viel gegeben hat. Das ist ja nicht mehr so. Ja, es werden ja schon so wenig gedruckt. Ja. Nein, für die Sammler war es schon noch interessant, aber es ist... Ja. Es ist aber für die Sammler allein ist das kein Geschäft. Nein, für die Sammler ist es kein Geschäft. Wenn man in ein Geschäft kommt und man sucht neue Karten, dann kann man die dort außer mit den alten. Die rücken dann mit den alten Schwarz-Weiß-Karten aus. Ich nehme wieder irgendeine Schachtel aus, ich sehe gleich, was für eine. Ja. Nehmen wir die da zur Hand. Wir machen heute die aber beste. Wahrscheinlich auch, nein, das ist mittendurch einmal. Das ist ein Oberösterreicher. Das ist Oberösterreich. Ja. Wo hast du denn das jetzt erkannt?
Das kann ich schon, da brauche ich nicht die Bötteln sein. Und du hast, wie viele Karten hast du auswendig gekannt? 15.000 habe ich wirklich jede Karte gekannt. Wenn ich eine gekriegt habe, ich kann es jetzt auch noch zum Teil sagen, wenn ich ganz fremd bin, das kann ich auch, aber nicht mehr. Auf 15.000 habe ich wirklich alle gekannt. Also, wenn jemand eine Karte dir gezeigt hat, hast du gesagt, die habe ich. Oder ja, habe ich nicht? Das weiß ich noch nicht so genau, aber bei gewissen habe ich es wirklich, kann ich heute auch noch sagen, die habe ich nicht. Weil es gibt nicht sehr viel, den man noch nicht hat. Wir sind jetzt in der Schachtel Oberösterreich, ja, Oberösterreich. Ja. Es gibt ja Orte, das ist sehr interessant. Sind fast alles unbeschriebene neue Karten. Ja. Also überhaupt alles unbeschrieben. Das sind alle unbeschrieben, weil die anderen haben sie getrennt. Und was für die Motive gibt es da alles? Weil Motive sind, das ist ehrlich gesagt oft nicht so, die neuen Motive sind zum Teil sehr schön. Aber manche sind kitschig. Was ist denn das da für komisches? Das dürfte, darf ich schauen? Ja. Das ist, das sind die Bremer Stadtmusikanten am Böstlingberg. Das habe ich mir gedacht, weil da ist der Böstlingberg. Aha, da sind die Viecher, ja. Da gibt es so eine Grotte. Mhm. Und das ist ja für Kinder halt. Und da gibt es ja verschiedene Märchenfiguren und so Sachen zum Ausschauen. Alles, was Aussicht ist, da sticht mir ein Ort natürlich ins Auge, der sofort Schreckensbilder bei mir wachruft. Das ist Mauthausen. Ja. Da habe ich sogar sehr viel auch vom Konzentrationslager. Vom Konzentrationslager sind da auch welche dabei. Ja, da sieht man die, das Denkmal. Denkmal und auch die Hallen aus dem. Da sind sie, die Hallen? Ja. Also sammeln, Karten sammeln hat ja auch ein bisschen mit Geografie und Geschichte zu tun. Auf jeden Fall, ja. Ja, unter anderem aber auch mit Brauchtum, mit Bekleidung, mit allem Möglichen, weil ja auf den Karten alles Mögliche drauf ist. Und auch zum Teil der Baustil. Baustil ist auch der ganz Baustil, wichtig. Der Baustil, so wie die Bauten, die großen, die Schlösser, die Burgen und das ist auch sehr interessant für mich. Weil da wird so viel gebaut und so wie voriges Jahr bin ich in ein Schlosshof gewesen. Also das ist eine interessante Verfolgung vom alten Schloss bis zur vorigjährigen letzten Fertigstellung von der Renovierung. Aber wenn man so schaut, die Karten sind schon ziemlich kitschig. Aha. Ja, ich sage ja, Kitsch gibt es genug dabei. Das ist, ja, Kitsch so gibt es. Aber es ist eigentlich eine Aussicht, darum, sonst müsste ich so viel aussortieren und das will ich wieder nicht. Nein, man könnte ja auch über das zum Reden und in der Sammlung gehört ja alles rein. Das hilft dir nicht. Alles, was Aussicht ist. So, gut, das haben wir jetzt da auch gesehen. Nehmen wir noch ein Bundesland her. Nehmen wir die Steiermark noch her. Nehmen wir die Steiermark her. Du. Warte, ich mach das zu. Ja. Lass mal da. Dann haben wir die Steiermark. Da haben wir, nehmen wir die Steiermark wir her. Mal von der Steiermark. Was war die? Haben wir. Ja, Günther, du kannst euch aushalten. Das ist die Steiermark. So, da sind wir in der Steiermark. Ja. Was nehmen wir für einen Buchstaben? Ja, das sind hinten, das sind Schlösser. Schlösser sind ja da hinten. Da gibt es nicht sehr viel. Also da gibt es in Niederösterreich sehr viel mehr. Ja, Schlösser haben wir schon viel, aber vielleicht weniger Karten, weniger oder? Weniger Karten, ja. Und eigentlich auch keine neuen, muss ich sagen. Ja. Es gibt auch keine neuen. Das ist Herberstein. Ja, Herberstein ist das. Also das ist einmal eine typische Karte von Herberstein. Ja, ja. Das sind die typischen Herberstein-Karten. Ja, ja. Da war ja auch mal die Landesausstellung, das war ja die 90er Jahre. Das Feistritz gibt es eigentlich auch. Ja, Schloss Feistritz. Ja, das ist gleich da oben. Das ist gleich bei Ilz. Ja. Ja. Da gibt es ja noch die eine. Gibt es nur die eine Karte? Gibt es nur die eine Karte? Ja. Das ist Steins. Steins gibt es ein bisschen mehr und auch neigere und schönere. Schloss vom Erzherzog Johann. Ja, genau. Da war der Bürgermeister. Ja, das ist das Letzte. Da gibt es dann noch
Weil ich fange mit dem, was am weitesten weg ist, an, dann kann man es immer näher und dann kann man die geteilen. Also du hast das auch da so geordnet? Ja, da weiß ich, die restlichen sind vorher oder hinterher. Wie hast du das geordnet jetzt? Zuerst einmal der, was am weitesten, zum Beispiel der Ort, wenn der am weitesten weg ist und das, wo die alles am glänzendsten ist. Und immer größer kommt es weiter nach vorne. Also wenn man so zurückblättert, so. Da kommt man jetzt auf Steins, haben wir jetzt dreiteilig angeschaut, dann sieht man Steins so in einem Überblick. Die nächste ist wieder weiter weg. So geht so, das so dahinter. Ich das, also wenn ich aufmache und ich finde den Ort, weiß ich genau, wenn ich den suche, dann ist der entweder vorne oder hinterer. Da ist jetzt das Schloss, das Kornberg. Wir sehr gut kennen. Das ist Kornberg. Schloss Kornberg. Ja, da haben wir nicht viel erwischt auf Kornberg. Da haben sie nie nichts gehabt. Ja, das ist die Inneneinrichtung. Das war einmal ein Zufall. Ja, und dann kann man die schrägen, das ist, ja. Aber schauen wir uns einmal Riegelsburg an, ob es... R ist B. Nein, R ist nicht drauf. R ist dann muss dabei sein. Das muss dabei sein, weil das ist vor Schluss. Und zwar sehe ich da zwei Karten, die mich besonders interessieren. Mhm. Weißt du, wieso dass mich das interessiert? Das ist, denke ich, damals von der Landesausstellung gewesen. Das stammen von also der Zeit, ist einmal... Die Katharina, die Blumenhex drauf, die Katharina Ball drauf und da ist die Galerin drauf und mit Riegelsburg. Und das Interessante dabei ist, weil ich das gerade finde bei dir, die Fotos habe ich gemacht. Mhm. Das ist eine Karte, die ich damals fotografiert habe. Ich schaue meistens auch, wer die Karte macht. Ja. Ich habe auch mehr solche Leute, die das können, selber. Aber da hat es noch mehrere Karten gegeben aus dieser Serie. Ja, da habe ich nicht mehr erwischt. Nein, da habe ich nicht mehr erwischt. Also ich suche und schaue immer alles durch. Viel kennen wir ja schon. Dafür da haben wir was verwechselt, weil das haben wir jetzt bei B ganz vorne dabei. Dafür sage ich, das muss da drinnen sein. Das ja, aber es gibt ja noch ein interessantes Sammelgebiet. Da gibt es Leute, die machen Reiseberichte mit Karten, gell? Und schicken dir das zu. Wie schaut denn das aus? Die Reiseberichte sind auch ein Traum. Also da haben wir eine Tauschpartnerin, die sammelt allerdings auch Ansichtskarten und die macht Reisen. Wo hast du denn sowas? Und die schicke ich habe ich da drüben. Die was nicht mehr anschauen wollen. Das ist da. Das können wir da anschauen. Das sind... Also die machen Urlaub oder irgendwas, irgendwo? Die machen Reisen, also was sie sich und vorstellen. Schreiben solche Berichte drüber. Mit Fotos drinnen und das kriegst du zugeschickt. Und das schickt es mir, ja. Da habe ich vom Datum her habe ich es geordnet. Die erste Reise ist da vom 93er Jahr. Die haben es damals gemacht. Und also da machen sie Leute die Arbeit, dass sie über ihre Reise genau schreiben, wo sie waren, was sie gesehen haben. Genau. Tauschpartnern wird das geschickt dann. Ja, das wird an mehrere Tauschpartner geschickt dann. Wer halt Interesse hat. Ja. Weil das haben sie ja nicht alle, aber die meisten haben Interesse, die mit Karten was zu tun haben. Ja, das ist natürlich eine umfangreiche Geschichte, die du da aufgebaut hast. Ja, wie schon gesagt, 44.000 das ist, Karten. Ja, das ist ziemlich aufwendig. Alles. Und es geht immer weiter? Sicher auch noch. Ja. Das kann ich nicht aufgeben. Dann danke, dass du uns Einblick gegeben hast in deine Sammlung. Und weiterhin alles Gute, gell? Dankeschön. Schau, dass du weit... Viele Karten findest, neue Karten findest. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Sendung wieder eingeschaltet haben. Erleben Sie bis zur nächsten Sendung eine schöne Woche und nehmen Sie sich Zeit für die schönen Dinge des Lebens. Auf Wiedersehen.